Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier, ja, mit unserer lieben Ada unterwegs, im Vortagen-Dungeon, sage ich jetzt mal, also Satellitenstation und so weiter, und möchten hier weiter diese blöden Raider-Typen hier bekämpfen und besiegen. Ich werde auch gleich mal die Fuß reden. Oh, danke, ich bin froh, dass du da bist. Wir werden, wie schaut es eigentlich aus, gesund bin ich, passt, mal überlegen, da passt auch, hier passt gut. Ja, also wir werden uns jetzt weiter fortbewegen und schauen, was wir hier noch alles entdecken werden. Sicherungen, ein Haufen Dosen, wieder haufenweise Krempel, so wie es sich gehört. Und wir brauchen ja ganz, ganz viele Sachen. Wurscht, ob wir damit etwas bauen oder unsere Rüstung wieder aufbessern, Waffen, Mods machen, was weiß ich, alles mögliche. Also immer her mit dem Schrott. Was haben wir hier drin? Ja. Sauberer blauer Anzug. Gut, gut, gut. Coca-Cola. Hier haben wir noch so ein Zeugs. Jawohl. Ordner. Und was haben wir da? Rust Devil Spielterminal. Aha, das wäre so ein. Aha. Können wir da das Demo-Band, also das Holoband, so, Entschuldigung. Können wir das rausnehmen? Band abspielen. Okay. Von Evie. Lies das. Oder wie er schreibt, ne? Lies das, dann lesen wir mal. An den, der die Highscores gelöscht hat. Ich finde dich und reiß dir den Kopf ab. Bis einer von euch es zugibt. Hände weg vom Terminal. Aha, der ist... Ja, da hat man wohl Pech gehabt, ne? Punkte. Wie der schreibt. 6, 7, 8, 10. Ja, okay. Mhm. Ah, ja, natürlich. Highscore gelöscht, ne? Ja, das ist dann blöd gelaufen. Boah, ey. Waren eure Eltern eigentlich auch so fies und haben, wenn ihr da so gezockt habt und euer Zimmer hat wieder mal ausgeschaut, so wie meines, also ja, die Ratten sind zu mir gekommen und die Kakerlaken und haben sich volle Kanne beschwert, weil es so schmutzig ist. Und dann kam meine Mama ins Zimmer und hat mir gedroht, sie löscht mir den Spielstand. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt habe damals. Jedenfalls, sie löscht mir den weg, schmeißt das Spiel weg, wenn ich das Zimmer nicht aufräume. Ja, zu meinem Glück wusste sie damals nicht, wie das geht. Also hat sie mir nur den Gameboy weggenommen. Ja, und seitdem habe ich halt versucht, das Zimmer so in Ordnung zu halten, dass es für mich noch quasi... Also besser gesagt für meine Mama noch ansehnlich ist und für mich ja quasi meine Türmchen, die ich da so immer hatte, zwar geschrumpft sind, aber nicht störend eben. Ja, heute ist das anders. Heute ist nur mein Schreibtisch voll. Nein, Spaß. Nein, wirklich, Kind und so, ne? Also für mich war das damals einfach praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alles hatte seinen Platz. Das war meine Ordnung. Und ich brauchte nur einen Handgriff tätigen. Zack, ich hatte mein Drum, was ich gesucht hatte. Und wenn ich das immer weggeräumt hatte, wusste ich nicht, wo das jetzt war. Ja, so war das bei mir. Gut, dann fehlt nur noch dieses Band hier abzuspielen. Automatron. Starte das Spiel. iPod, Handy... Achso, abschießen wahrscheinlich, oder was? Schauen wir mal. Wo sind wir? Was? Ach du Heilige. Können wir... Ah! Aha! Ah, das ist eine Mine. Ups! Okay. Achso, ja, okay. Kann ich auch nach oben schießen? Nein. Bam, 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 bam. Das erinnert mich irgendwie an Super Mario. Warst du schon? Wow, Alter. Ja, super, ne? Das ist wirklich typische hakelige Steuerung. Holoband auswerfen. Schau, ob das geht. Verlassen.
Squid Game. Wo? Oh. Kann man das Holoband mitnehmen? Ja, perfekt. Mitgenommen. Sehr schön. Perfekt, haben wir das Spiel auch mit. Was haben wir hier? Eine Schüssel. Wow, verbranntes Buch schon wieder. Ja, Spielautomat und so. Dann, was haben wir hier noch? Einen Safe. Dann werden wir gleich knacken probieren. Nein, so nicht. Ah, so. Nein, nicht ganz. Jetzt, nein, vergiss es. Da, so. Hurra, sehr schön. Wow. Sehr gut. Mit Mündungsbremse. Mhm. Nein, halt so hier. Passt. Tschüssi. Hallo. Was haben wir hier noch? Ich sollte mich vielleicht auch mal ein bisschen schleichen, ne? Schrank. Ne, Aluminiumdose. Zimmermannshammer. Dann hier ist nur geklumpert. Eine Säge. Im Schrank ist nichts versteckt. Da haben wir was. Lötlampe. Ist da was drin? Nö, da oben. Naja. Ach du Heilige. Also Dekorationen heutzutage, ne? Ist auch nicht mehr das, was es mal war. Da drüben ist noch was. Mal schauen, dass hier wohl keine Minen sind. Die mir dann wieder das Leben kosten. Haufenweise Betten zum Heier, zum Schlafen. Ist da drüben noch irgendwas? Da? Ja. Warte, hier nichts, aber Zigarettenkiste und ein Stuhl zum Sitzen, jawohl. Hallo Edda, geh mal kurz bitte. Danke. So, dann gehen wir mal hier schauen. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Meinst du mich? Wieso? Mache ich was verkehrt? Was? Vorsicht. Nein, so. Ah, da drüben. Okay. Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Etta! Ist der jetzt hin? Ich glaube, der ist hin. Nein, der ist nicht hin. Na los, geh sterben. Du da. Huch. Der erste ist mal hin. Der zweite hoffentlich auch bald. Ja, jetzt muss ich nachladen, ist logisch. Der ist hin. Und du da drüben. Na, stirbst jetzt mal weg. Der ist hin. Und komm raus. Arschloch. Ja, Alter, stirb weg. Wo ist er denn jetzt hin? Da. So, stirbst jetzt mal. Gott sei Dank. Alter Schwede. So, her mit dem Zeugs. Jo. Bäm. Voll in die Fresse. Passt. Erledigt. Wow. So. Alles gut bei dir? Ich hoffe. Da ist noch irgendjemand, der schießen will. Da oben? Alter. Komm her, du Schwein. Na, wo ist er denn? Feigling? Hä? Wo ist er denn? Wo ist denn der Feigling? Sie könnten sich getarnt haben. Jo, schaut eh so aus. Hm, irgendwie futsch. Ich soll vielleicht auch mal die Waffe wechseln. Merke ich gerade. Die Munition hier ist ziemlich, ja, leer. Was hast du da noch? Aha, Roboter rechts. Okay, Uhrzeug und so. Was hast du? Du hast nichts mehr. Da ist nichts. Da liegt hier. Nein. Oh, den haben wir nicht. Ja. Das gehört sich so. Das ist Mode. Kopf ab, ne?
Wer redet da? So, ich lade mal wieder nach. Jawohl, da wird schon geschossen. Von wo denn bitte? Boom. Alter. Na nun. Trifft mir nix. Na fein. Hallo? Jawohl, jetzt. Jawohl, weg ist er. Na, eh da. Jetzt hab ich mich erschrocken. Jetzt hab ich gedacht, sie will mich. Das wäre ein böser Club, oder? Polikugel. Ja, die Buffen ist leer, ne? Jetzt muss ich schnell schauen, dass ich eine neue krieg. Du und da. Wo sind sie denn alle? Wo sind denn die starken, guten Waffen? Oh, ich würde sagen. Wie bist du stark? 44. 64. Wow, die wäre halt auch nicht schlecht. Die Schrot, ne? Kann aber nur zwei. Warte. Da wärst du gut. So. Du mal nachladen. Geht's? Achso, die hat nur 5. Okay. Ist da jemand? Scheiße. Sie verloren. Bist du nicht auch ein Roboter? Ich glaube, das war Phoenix, oder? Ja, das war Phoenix. Opa, tschak, tschak. Komm raus! Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ah, wo ist denn der Kerl? Beziehungsweise... Wo können wir da hoch? Zu dem Pfosten. Wahrscheinlich müssen wir da lang. Darüber. Was ist denn das eigentlich hier? Oh, sehr schön. Das dürfte mal irgendwie... Entweder war das nur mal ein Container oder sowas hat man früher, sag ich mal, für... Oder als Krankenwagen benutzt. Eine Kochstation. Ja, ich habe jetzt kein Gemüse, ne? So gesehen bringt mir das jetzt ja gar nichts. Hier hat mal jemand gewohnt. Ein Bettchen zu... Alter! Ah, da oben. Und? Oh. Oha, da oben. Der brennt. Aua. Habt ihr das gehört? Etta. Da oben ist einer. Wow. Hat er sich gerade versteckt, oder? Boom, hat's gemacht. Noch jemand? Boah, da oben müssen Sachen zum Looten sein. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir dann hier rauf können. So, das nehmen wir mal alles mit. Spielzeug Alien. Das wieder so ein Eimer. Wir sind noch recht gesund. Da haben wir wieder ein Terminal. Was? Nein, Gemüsesuppe, warum? Was? Wie? Ivis Terminal, das schau her. Bauerrüstung trägst. Aha, dann tun wir sie eben ausziehen. So. La la la. Dann hier, Ivis Terminal. Grüß euch. Bla 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 bla. Hände weg. Sehr schön. Wähle. Genau. Wähle einen Eintrag. Mechanist. Wer ist dieser Mechanist? Seine verdammten Roboter sind überall. In jedem Schrottplatz, in jeder Fabrik, sogar in diesem Robotics-Pionier-Park. Wie bitte sollen wir Teile für unsere eigenen Pods finden, wenn dieser Loser uns an der Quelle abwürgt?
Ist ja nicht so, dass wir nicht wehren, dass wir uns nicht wehren würden. Aber scheiße. Wir erledigen eine Gruppe seiner Bots und 10 weitere tanzen an. Stellt der Typ die irgendwo am Fließband her? Ihn zu finden hat oberste Priorität. Was sollen wir denn sonst tun, während er unsere Pläne durchkreuzt? Wir werden ihn finden, einen Pott aus seinen Knochen bauen und den dann unserem Müll raustragen lassen. Jawohl. Katastrophe von Pioneer Park. Es war eine Routinemission zum Schrott sammeln. Wir wollten reingehen und die 4 Protektrons schnappen und wieder abhauen. Keine große Sache. Gut, die Aufklärer vor Ort haben uns vor einer Todeskralle in der Gegend gewarnt. Wie auch immer, gegen unsere Pots könnte das Vieh genauso gut eine Maulwurfsratte sein. Kein Ding. Wir konnten uns sogar reinschleichen und uns die Pots holen, ohne das Monster aufzuwecken. Und dann, als wir gerade die Bots rausschaffen wollten, griff uns eine Horde Mechanist-Bots an, die unsere Beute wollte. Weil das Universum einen kranken Sinn für Humor hat, weckte das die Todeskralle auf. Also mussten wir uns um die auch noch kümmern. Großartig. Hat uns 3 Männer und 2 unserer Bots gekostet, aber wir konnten eines der Robohirne des Mechanists lebendig einfangen. Hoffentlich führt es mich zu diesem Drecksack, der sich ständig in unsere Scheiße einmischt. No. Also uns hilft er dann schon mal, ne? A-H-A-B. A-H-A-B. A-H-A. Die Todeskralle, die meine Männer getötet hat. Hab seinen Schädel auf einen Pott gesteckt. Nicht auf irgendeinen. Nein, auf dem ultimativen Todespot. Großartig. A-H-A-B wird an meiner Stelle sein. Meiner Seite sein, wenn ich den Mechanist finde und ihn dafür bezahlen lasse, was er den Rust Devils angetan hat. Ich hoffe nur, dass wir seine Knochen dabei nicht völlig zermalmen. Aus denen würde ich gerne was Lustiges bauen. Großartig. Großartig. Was haben wir hier? Redway. Was, bin ich überladen? Och nö. Ich möchte gern da rein, bitte. Dann müsst ihr wieder gehen. So, lass mich mal kurz einsteigen. Die Edda will auch gern rein. Aber dieser Pot ist, also dieser Potzeug, diese Powerrüstung ist nur für mich. Jawohl, da bin ich ganz eigen. Eine Schweißerbrille. Na, der steht gut drin, ne? Wahrscheinlich hat er mit den Reifen. Ach, wie heißt das Spiel? Da gibt es so ein Spiel, da muss man so Hufeisen oder so, ne? Hufeisen werfen. Und die müssen dann quasi bei dem Eisenstangerl stecken bleiben, also hängen bleiben, so. Und wer die meisten hat, gewinnt oder so, ne? Na, großartig. Dann gehen wir mal weiter, oder? Gehen wir mal wieder die Waffe rausholen. So. Ah, da geht's rauf. Da hinten, waren wir da schon? Ah, da liegt noch was. Jawohl. Was haben wir hier noch? Kochplatte. Ist da noch irgendwas Interessantes? Ah, ich glaube, jetzt haben wir überladen. Oder? Ja, ich gehe schon wieder langsam. Edda, kommst du mal bitte, meine Gute? Edda? Hallo? Wo ist sie denn? Edda? Futsch. Die hat wahrscheinlich gerade mal Pause gemacht. Ah, ich höre sie. Da ist sie. Hallo, Edda. Ich brauche mal deine Tragekapazität. So, und zwar mit den Schrottsachen. Basti kann noch was tragen, das ist schön. So einmal, dann Mods, gerne. Waffen von mir aus. Kronkorkenmine. Ah ja. Der Raketenwerfer, der wird uns noch. Oh, Edda ist auch schon. Ja, die hat auch schon. Und so. Voll. Naja, okay, ein bisschen können wir noch tragen. Puh. Da müsste ich fast bei Edda so umrüsten, dass ich wirklich noch ein bisschen mehr tragen kann.
wäre nicht schlecht, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist sie schon eine sehr große Hilfe, die gute. So, immer schon auf den Boden glubschen. Da ist schon soweit. Blöde. Blöde Falle. Ja, damit. So, das haben wir schon mal. Dann haben wir da so ein Klumpert. Komm. Wow. Alter, lass dich entschärfen, du Klump. Passt. Haben wir da unten am Boden noch was? Das nehmen wir noch mit. Stahl hinzugefügt. Puh. Dann wäre es gut hier so. Also das zuerst. Passt. Und dann das da. Gut. Sehr schön. Einige Erfahrungspünktchen dazu. Pünktchen, Pünktchen. Und dann weiter hier ruf. Also das nehmen wir mit. Hallo. Da unten am Boden ist einmal nichts. Das nehmen wir mal alles schön brav mit. Was haben wir da? Schade, kein Fusionskern. Ich hatte mich schon gefreut. Da unten liegt da was Brauchbares? Nein, aber hier war was, ne? Nein, nur Schrank. Hier dafür Klebeband. Ich freue mich wieder für unsere Rüstung. Noch mehr Klebeband. Uha. Das ist so toll, wenn es da ruhig ist, ne? So, was haben wir da? Den Tischventilator. So. Was hast du eigentlich? Alles mitgenommen. Vorthaken, Hangar, Steuerungsterminal. Ach so, die Powerrüstung wieder, ne? Dann tun wir sie wieder ausziehen. Nicht? Warum nicht? Hier nicht. Hier dann vielleicht so. Jawohl, da geht's. Phü. Echt. Phünü, Phünü, Phünü. Oh, heute ist wieder schwer zum Gehen. Oh, uff. So, dann machen wir da mal auf. Rescue. Nein. Doch. Nein, doch. Ah. Night. Schau. Beim ersten Mal. Supi. Das ist gerade ein Speicherwert. Turmsteuerung. Wie lautet der Befehl? Turmsteuerung. Standard. Blablabla. Schützturm. Verteidigungssystem. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Bitte wählen Sie deaktivieren. Über das Verteidigungssystem. Systemdiagnose. Verteidigungssystem. Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen. Ach so, ja, okay. Das ist Standard, ne? Das haben wir schon mal gelesen. Also die Hinweise, ne? Wie es sich gehört. Dann tun wir gleich. Systemdiagnose hatten wir auch schon beim letzten Mal. Dann tun wir es einfach abschalten. Und Abschaltung. Blablabla. Bla, bla. Einheiten 2. Blablabla. Bla. Hat es nicht hingehauen? Deaktivieren. Abschaltung. Müsste hingehauen haben. Ich hoffe halt. Sonst ist es eh wurscht. Ich meine, wir haben sie eh schon besiegt, ne? Aber. Ich muss wieder dann in meine Rüstung. Wow. Hallo, Eda. Oh, immer so schwer gehen. Immer so schwer gehen. Immer so schwer gehen. Oh. Nix wie rein da. Ah, welche Erleichterung. So, dann hier. Ne? Ach ja, da müssen wir auch raus. Hier ist nix. Die Eltern fahren schon voraus fort. Geht schon mal abchecken, die Lage. Jawohl, haufenweise Dingens. Kegel. So, da la la. Da 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 dam. Hier und so. Kann ich da irgendwie raus zu dem Kerl? Ich würde ihn ehrlich gesagt ungern liegen lassen. So. Wie komme ich denn da hin? So? Auch nicht wirklich.
liege noch jemand. Ist das eine Luke? Aha, dann kommt man irgendwie über eine Luke hier her, genau, hinher. Mhm. Müssen wir die suchen, die wird unterhalb dann irgendwo sein. Mist, verdammter. Was haben wir da? Ein paar Bierflaschen noch. Cool. Da sind auch noch einige. So, ja. Da Glühbirne, nämlich eine ganze. Dass es sowas noch gibt. Und ich bin schon wieder, voll? Ich glaube, ne? Also überladen. Ja, ja. Na, freilich. Sicherlich, freilich. Jo, jo. Da war jetzt wieder gut, so eine Werkbank zu haben. Yes. Puh, bevor wir uns wegbohrten, vielleicht, dass ich, schau. Ach nein, jetzt dachte ich schon, das wäre eine. Eine Werkbank. Hm. Und hier? Schraubenschlüssel. Das ist halt wieder nur Schrott und so, ne? So viel herumzutragen. Da hast du vollkommen recht, aber du bist auch schon voll wie ein Christbaum, also von dem her. Ja, muss ich leider schleppen. Aha, dessen, da kann man nicht durch. Da, haben wir wieder Patronen. So, schön langsam. Nur nicht zu schnell. Wir könnten uns sonst einen Fuß verstauchen oder Schlimmeres. Da geht's auch rauf. Wohin jetzt? Zuerst rauf oder rüber? Rüber. Ach, das ist echt blöd, dass man jetzt nur so hatschen kann. Hat das denn überhaupt einen Sinn, wenn wir jetzt daher gehen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Ah. Da, ram, bam, ba, da, ram. Hallo, Edda. Da, ram. Dam, da, ra, ram, dam. Ist hier noch was drin? Jupp, das tut so sein. Wie wunderbar. Wir hatschen durch die Gegend, weil wir es können. Hm? Was haben wir da drüben noch? Da drüben, drüben. Da haben wir nur Licht. Ah, da ist so ein Geschützdingens. Perfekto. Wäre es halt auch schön, wenn wir dann da runterhüpfen könnten. Was, du hast nichts. Alter. Und dafür haben wir uns jetzt so Mühe gegeben, hierher zu hatschen. Arschkopf. Und du? Jawohl. Wenigstens 5 Patronen. Super. Was haben wir da? Achso, das ist noch ein Teil vom Geschützturm. Boah, den hat es schön zerlegt. Ja. Alter, ich komm schon. Ich komm schon. Ich bin nicht mehr die Schnellste heute. Naja. Da, 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 so ein Käse. La, 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 la. Wie schaut's da aus? Sesam, öffne dich. Okay, und da? Wird schon scharf geschossen. Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. War das gerade zu mein Opa da? Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht lieber mal die Schrott aus. Also Schrott, sage ich. Das Scharfschützengewehr schon mal auspacken. Das könnte durchaus schon unseren Hals dann retten. Was, wie? So, haben wir hier noch was. Es ist halt so viel Schrott, was es gibt, ne? Das Schöne ist ja, dass wir wirklich alles brauchen können, irgendwie einigermaßen zumindest. Wow, Fusionszellen. Viel später, die tun wir jetzt mal wieder ein bisschen sammeln. Inzwischen können wir eh von den, vom Gewehr und so die Munition verbraten. Haben wir eh schon wieder recht viel gesammelt. So, ein Pümpel, genau, da drin. Ganz, ganz wichtig. So. Und dann tun wir jetzt hier mal ganz fix speichern. Bitte. So. Und jetzt gehen wir weiter. Hast du schon wieder so ein Lasergeschichtel? Mhm.
eine Bank. Da könnten wir uns ausruhen. Da ist glaube ich nichts, ne? Gut. Das ist die, die mir den Kopf abgerissen hat. Jetzt reißen wir ihren ab. Das ist was? Unfair. Alter. Edda? Ich werde verrückt, ich schwör's. Warte mal. Welchen Kopf abgerissen? Ach so, das spricht... Moment, spricht halt der Roboter zu uns? Also... Ich glaube, das... Also, ihr wisst schon, ne? Der Typ, der... Also, den wir gerade vorhin... Also, im anderen Dungeon und so, ne? Alter... Wo ist denn der Trampel? Warte... Ich schieße ihm auch ins Bein, das wäre mir wurscht. Ah, das ist ein Roboter, ne? Puh, ob ich das erwische? Warte, ich probiere mal was. Scanner entdeckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Psst, zu laut. So, das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Wow, Alter. Puh. Bam. Jawohl, der ist im Arsch. Bam. Eevee ist das. Okay. Warte. Okay. Mal ein bisschen weggehen. So, ruhig. Boom, hat's gemacht. Wieder ein bisschen weggehen. Boom. Treffen wir was? Ich hoffe doch. Haben wir was getroffen? Jawohl, jetzt aber. Mal nachladen. Alter! Dringend nach... Alter! Was geht denn da oben gerade ab? Phü! Alter, hör auf! Da! In die Fresse! Warte, ich muss mal was nehmen zum gesund werden. Halt die Klappe! Da, auf die Fresse. Boom. Bam. Nachladen bitte. Fein. Boom. Jawohl. Ha, einmal noch. Oder doch zweimal. Na, würdest du? Wieso auf den Kopf? Hey, Alter, so trifft sie nicht. Jetzt aber. Wupp. Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Stufe aufgestiegen. So. Gut gemacht, Mensch. Danke. Denke ich. So, perfekt. Dann. Mitnehmen, was wir können. Ja. Diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Nö, die ist sicher nicht. So, Miss von und zu Eevee. Wow, Telsa T60 Torso. Erhöht Energieschaden. Modell A und so weiter. Unbehandelt, bla bla. Wow. Cool. Linker Arm. Ist das für uns? Ich glaube, das dürfen wir anziehen. Erhöht Energieschaden. Na, also. Tesla-Gewehr. Verschießt eine elektrische Ladung, die auf andere Ziele überspringt. Ohohoho, geil. Freut mir. Fusionszellen, Steampack, T60-Helm, linkes Bein, rechtes Bein, Roboter, rechtes Bein, Aggressotron, Helm und Gurtzeug. Ah, hoppla, Entschuldigung, Flatter, wow. Gleich mal einen falschen Knopf gedrückt. Gestörter Hammel, du. So, wie schaut's jetzt aus? Wie schauen wir jetzt aus, so muss ich mal sagen. Ist das eine Werkbank? Ist es das? Eine Waffenbank. Ich werde da die Waffen, die wir nicht brauchen, schon mal reinschmeißen. Raketenwerfer auf keinen Fall, der kommt fix mit. Ah,
wir werden dann die Inventare sowieso mal verbinden. Von dem her ist es nicht so schlimm, glaube ich, wenn ich das jetzt alles mal da reinschmeiße, was wir nicht so brauchen. Wie zum Beispiel, haben wir da irgendwas mit 600er, 441? Puh. Feuerdingens. Ei. Präzisionsdingens. Würde ich sagen, die tue ich mal da rein. Die lasse ich. Mal. Warte. Die Schrotflinte. Ja. Die lasse ich. Die tue ich weg. Die tue ich beide weg. Die Pistole lasse ich mal. Und die habe ich... Achso, dann kann ich die eine Schrott... Dann kann ich die wegtun. Wir haben die hier. Passt. Dann tun wir mal schauen. Kleidung. Ich hau das auch mal alles da rein. Wie gesagt, wir haben genug. Und wir werden... Ja, passt schon. Wir werden die Sachen dann sowieso mal verbinden und dann passt das schon. Das Zeug... Das da behalte ich alles mal. Das können wir dann gleich anziehen. Das scheint was Gutes zu sein. Dann, was haben wir noch? Ein Bild, was müssen wir noch ablegen? Hilfsmittel, diverses. Schrot. Schrot will ich nichts ablegen, ehrlich gesagt. Auch keine Mods. Hm, da wäre mir noch lieber, vorher eine Kleidung abzulegen. Aber was? Da wäre mir lieber das schon abzulegen. Weil das scheint echt gut zu sein. Gewicht hat das null. Warum hat das... Aber ich ist Trageros. Wartet mal. So. Wir ziehen das gleich mal um. Also unsere Kleidung. Und zwar... Wir haben einen Helm sogar. Ich trage einen Helm? Seit wann das denn? Sonnenbrille und Helm. Aha. Naja, warum nicht? Dann würde ich sagen, dieser Helm. Kaputte Gegenstände. Ach komm. Das muss man reparieren. Das Bein geht. Ah, warte. Linker Arm, rechtes Bein. Der Torso. Wow, jetzt sind wir schon sehr gut ausgestattet. Ist sogar leichter, das Zeug, was wir jetzt tragen, zum Teil. Ohohoho. Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. Fisch. Weil dann haue ich nämlich das Zeug. Wartet. Dann haut, genau. Dann hahaha. Dann haue ich das da rein, wollte ich sagen. So, auch das kommt noch rein. Hurra, und wir können uns dann auch schon schnell porten, wie ihr seht. Das ist halt echt schwer. Ich freue mich wirklich... Moment, haben wir jetzt Level 18, ne? Hui, wir haben Level 18. Was habe ich, Idiot, schon wieder vergessen? Zu speichern, richtig. Da habt ihr vollkommen recht. Weil es lief echt gut. Würde ich sagen... Na nö, hier, das. Das, nehmen wir das. Speichern, überschreiben, ja. Natürlich können wir jetzt einen neuen Skillpunkt machen. Wir müssen jetzt Level 18, glaube ich, haben. Wow. Das bedeutet, wo ist er denn? Da. Jetzt dürfen wir das hier weitermachen. Und das habe ich auch gleich vor. Und annehmen. Boom. Wow. Jawohl. Nochmal 40% mehr Schaden. Noch einmal. Und ignorieren 15% des gegnerischen Rüstungswertes. Oder? Warte, vorheriger Rang? Nächster Rang. Alt. Warte, alt. 80. Ach so, jetzt machen wir das, oder wie? Vorher waren es... Nö, nö, das passt schon so. Passt schon so, alles gut. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt gibt es mehr auf die Gosch. Ja, ja. Also, wir haben jetzt wieder ein kleines bisschen mehr Platz. Das heißt, wir schauen uns noch ganz fix hier um, ob es noch was für uns gibt zum Mitnehmen. Wie gesagt, wenn wir wieder beladen sind...
Der Rüstungswerkbank. Ja. Warte, ich will gleich, ich will das mitnehmen. Das ist der Hammer, ne? Den braucht man. Warte. Achso, kann ich nicht. Bauerrüstung und so. Warte. Ah, ich freue mich. Dann kann ich nämlich gleich... Warte, wo geht's denn da lang? Wah, ist da eine Falle? Nein. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Ich denke mal, da geht's zum Ausgang, fürchte ich. Haarklammer, Zigaretten, sauberer blauer Anzug. Erkennungsmarken und Wodka. Wodka Gorbatschow. Das Wodkas reine Seele. Oder so irgendwie, ne? Experte. Boah, ich freue mich. Wir können auch Expertenschlösser schon knacken. Zack. Und ja, fertig ist es. Da ist keine Falle. Mini-Atombombe. Was? Mini-Atombombe? Alter Schwede. Fatman. Ich glaube, ich weiß dann schon, was wir als nächstes machen werden. Als Quest. Wenn diese Mini-Atombombe so funktioniert, wie es mir schon ein lieber Freund und Kumpel, sage ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich, mir schon geschildert hat, werden wir gleich richtig, also werden wir bald richtig Spaß haben. Zwar erst im nächsten Part, aber, also ich denke mal, dass ich das dort dann machen werde tun, wenn nichts dazwischen kommt wieder mal. Ich freue mich. Oh, das wird ein Fest, Leute. Ich schwöre, das wird ein Fest für uns alle. Wir werden gleich so viel Spaß haben. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Zeug auch richtig umzugehen weiß. Ich werde da wahrscheinlich, so wie ich halt bin, so geschickt. Und da ich ja immer alles sofort schaffe. Natürlich ein Schmäh, ne? Also nicht dem so ist, sein tut. Also wir werden auf jeden Fall Spaß haben, das weiß ich jetzt schon. So, ich muss hier wieder was reinschmeißen. Fatman. Mini-Atombomben zum Abschießen. Ja, ja, das ist schon das. Alter, wie ich mich freue. Waffenwerkbank, ne? Kann man das schon Nein, so. Was? Powerrüstung, genau. Ich ziehe sie mal aus. Ach, das machen wir im nächsten Part. Sie sind eh schon 42 Minuten drüber. Wisst was? Wir spielen uns noch ein kleines bisschen hier mit den Rüstungs- und Waffenwerkbänken, da wir sie hier haben. Ich schaue euch gleich, ob wir dieses Atompömpchen-Wunder da aufmotzen können. Das wäre echt super. Und dann werden wir im nächsten Part versuchen, hier aus dem Dungeon rauszukommen. Und vielleicht können wir dann auch schon ein kleines bisschen Spaß haben. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!